Bonjour, je m'appelle Alexandre Julien. Aujourd'hui. Guten Tag. Ich heiße Alexandre Julien. Ich bin Philosoph und Schriftsteller. Ich bin auch Familienvater. Meine Frau Corinne und ich haben zwei Kinder, Victorine und Augustin. Das ist meine erste Reise nach Asien und ich bin sehr glücklich, darüber da zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, eine andere Kultur entdecken zu können, eine andere Art von Armut. Da die Armut, die ich hier entdecke, sehr von denen abweicht, die ich glaube, anderswo gesehen zu haben. Ich bin sehr neugierig darauf, das Land zu entdecken. Welcome to Nepal. Thank you. And this is Tika. Thank you. C'est vrai qu'on voit souvent à la télé des images. Im Fernsehen werden oft Bilder gezeigt, die Armut darstellen. Es ist jedoch skandalös, mit eigenen Augen zu sehen, wie Armut erlitten wird. So elende Lebensbedingungen für Menschen, für Kinder, sind inakzeptabel. Ich habe viele Stoiker, vor allem Seneca, gelesen, die sagen, dass Glück nicht von äußeren Sachen abhängig sein darf, sondern nur vom Inneren und dass man sich bei sich zu Hause kultivieren muss. In einem gewissen Sinn stimmt das auch. Wenn man jedoch die Menschen da sieht, wie sie nichts zu essen haben, sagt man sich, dass es schwierig, ja unmöglich ist, glücklich zu sein. Zu sagen, Glück sei unabhängig von äußeren Bedingungen, ist, denke ich, ein Konzept von privilegierten Leuten. Was ich da, sogar in den Elendsvierteln, gesehen habe, ist Freude. Das hat meine Ansicht, Freude sei dem Glück vorzuziehen, gestärkt. Glück ist möglicherweise erreichbar. Mich hat beeindruckt, was eine ehemalige Prostituierte gesagt hat. Solange es Menschenhandel gibt, werde ich nicht glücklich sein. Ich denke, dass ihre Aussage zutiefst wahr ist. Das heisst, dass man nicht völlig glücklich sein kann, wenn man so skandalöse Bedingungen wie diese Armut sieht. Die Freude jedoch ist eine Antriebskraft, die dabei hilft, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Ich denke, Glück ist, wenn man das Gefühl hat, angekommen zu sein. Die Reise ist unendlich, weil es gibt so viel zu tun. Die Freude ist vielleicht das Gepäck, das den Reisenden begleitet und ihm Kraft gibt, weiterzugehen. Als ich gehört habe, dass Alexandre kommen würde, habe ich gedacht, dass es wunderbar wäre, wenn er Kinder oder Erwachsene treffen könnte, die Schwierigkeiten haben, eine Behinderung, und mit denen er sich austauschen könnte. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Die Leute haben sich durch seine natürliche Art und Sympathie gerade frei gefühlt. Sie sind gekommen, haben Gespräche geführt und sind beste Freunde geworden. Es hat mir gefallen, dass die Menschen da nicht nur die Behinderung sehen. Der Lebensmittelpunkt von einer behinderten Person ist nicht die Behinderung, sondern das Leben selber. Auch wenn es nicht immer leicht ist, hat es mir gut da, das zu hören. Was für sie außerordentlich ist, ist jemanden kennenzulernen, der in der Lage war, so Sachen zu machen, die die Hoffnung oder Erwartungen der Leute übertreffen.
Für sie ist es ein Loch verborgen, weil man ihnen eine niedrigere Stellung zuschreibt. Ihnen wird gesagt, du wirst in deinem Leben nie etwas machen können. Du kannst nicht Fahrer werden, du kannst nicht Krankenschwester werden, du kannst nicht Schriftsteller werden, du kannst nicht Philosoph werden. Und dann sehen sie jemanden, der alles das gemacht hat. Das ist eine Offenbarung. Es gibt doch verschiedene Grade der Behinderung. Und ich glaube, wenn du in Nepal mit einer Behinderung geboren wirst, dann ist da eine zusätzliche Behinderung. Es ist beeindruckend, den Fuß zu sehen. Weil es ist sowohl eine Tragödie, dass jemand keinen Fuß hat, und gleichzeitig stellt es auch die Hoffnung dar. Es ist ein bisschen wie ein zentrales Bild. Am Anfang ist es eine Tragödie. Doch dank der Solidarität kann man aus dieser Tragödie ausbrechen. Kann ich eins als Andenken mitnehmen? Ich bin in meinem Leben in einer Phase, wo ich nicht mehr von einem Kampf reden will. Weil ich denke, dass es zerstörerisch ist, sein Leben im Kampf und in der Bekämpfung zu verankern. Jetzt bringt mich das auf den Gedanken, dass es im Leben Phasen gibt. Und wenn ich nicht die Phase vom Kampf und der Bekämpfung erlebt hätte, wäre ich jetzt nicht da, um darüber zu reden. Und es fehlt mir, jungen Menschen einfach zu zeigen, dass jede Lebensphase wichtig ist. Und der Kampf fürs Leben, wenn man ihn nicht hat, dann wird man nicht damit fertig. C'est obligatoire. Si on n'a pas ça, on ne s'en sort pas. Die Reise geht ihrem Ende zu und ich bin zufrieden, in die Schweiz zurückzukehren, um über das, was ich erlebt habe, zu reden. Zuerst einmal bin ich sehr beeindruckt von der Menschlichkeit der Mitarbeiter von Terre des Hommes. Du personnel de Terre des Hommes. Es gibt eine Art zu helfen, die sehr arrogant und weit entfernt vom tatsächlichen Leben der Menschen sein kann. Da aber habe ich Leute aus dem Ausland mit auch Einheimischen gesehen, die sich um andere kümmern oder eher begleitet haben. Nicht mit Übermut oder Mitleid, sondern mit einem tatsächlichen Engagement. Jetzt habe ich ein neues Bild davon, was Engagement wirklich heisst. Ich werde zufrieden, wenn ich diese Idee in der Schweiz verbreiten kann und für die Nepalesen, denen wir hier begegnet sind, Hilfe beschaffen können. Das erinnert mich an eine Geschichte. In dieser Geschichte geht es um Seestern, der an einem Strand im Sterben liegt. Und das sind Tausende von Seesternen. Dann kommt ein Mann vorbei und versucht, einen Seestern zurück ins Wasser zu bringen. Dann sagt jemand, das ist doch lächerlich. Es gibt Tausende, die im Sterben liegen. Das ändert doch nichts. Und der Mann antwortet, aber für den einen Seestern ändert es alles. Ja.